Okay. Ey, du siehst eh nicht. Ist dunkel. Ich bin ja schon da. Ist dunkel. Was muss ich denn jetzt sagen? Nee, funktioniert nicht. Ich halt dich. Ja. Nee. Guck hier, guck mal. Guck hier. Ey, komm, das funktioniert nicht. Das funktioniert doch einfach nicht. Nee, ist doch gut. Der sieht dann man ist die Ankündigung, hörst du, und dann war's das. Okay, gut, ja, warte. Wie wir sehen wir nichts. Warte mal, ich leuchte mich mal an. Herzlich willkommen zur Zapfsäule mit Taschenlampe. Und wir werden bald in den Räumen sein, aber jetzt werden wir erstmal das Eis unsicher machen. Aber das Problem ist, dass ich sehr, nicht stabil auf dem Eis bin. Ja, viel Spaß. Jetzt sagt mal einen kleinen Eindruck von dem heutigen Zapfsäulen-Event. Also es ist richtig Hammer hier auf dem Eis. Es ist richtig. Also und wir hatten gerade ein richtig Hammer Feuerwerk und jetzt machen wir gerade noch ein kleines. Aber das geht schon langsam. Und wie soll der Abend heute weitergehen? Beeilt euch, sieht es gleich aus. Na, richtig supi? Richtig supi? Natürlich, immer. Okay, in diesem Sinne, gute Nacht. Wir sehen uns im neuen, in den Räumen. Okay, und jetzt viel Spaß mit der Zapf. So, nochmal. Okay. Und jetzt viel Spaß mit der Zapfsäule hier in den Jugendräumen. Das erste Mal auf dem Vlog drauf und dann am Anfang gleich so eine Blamage. Wer sagt denn jetzt hier mal? Ihr gewinnt noch. Okay, dann schalten wir gleich wieder zurück. Jakob? Ja? Was gibt's denn heute zu essen? Guck doch selber. Er gibt da so viel Komisches hier. Ich kenne das alles gar nicht. Das ist gerade reif, falls du genauer noch mal gucken möchtest. Es ist so komisch, das Essen wie die ganzen Menschen auf der Welt komisch. Und in Fachsprache ausgedrückt, was ist heute das Thema? Multikulti. Ich war zum Schluss dabei. Ich habe gesehen, wie ihr gewonnen habt. Wir haben gewonnen. Ja? Stimmt. Und wie? Naja, wir haben 6-2 hinten gelegen und 10-6 gewonnen. Souverän. Passiert. Ja, das Thema ist heute multikulturell, also Essen und dem Ganzen. Und jetzt wollte ich euch fragen, in welchen Ländern wart ihr alle schon? Kenia, Amerika, London, ist eine Stadt. Ist es eine Stadt? Ja. Ja, also England. Ja.
So, Anja, welche? Also ebenfalls, Amerika ist ein Kontinent, oder? Also USA. Nein, das sind zwei Kontinente. USA, Nordamerika, England, Tschechien, Österreich. Du bist ja schon rumgekommen, wa? Kenia. Ja, das hatten wir schon mal. Gut, wir schwenken mal rüber zu Andi, sonst wiederholt sich das nur. Andi, in welchen Ländern warst du schon? In England, in Belgien, wirst du es auch nicht. In Holland, in Frankreich, in Spanien, ich bin doof. In Tunesien, in Italien, in Österreich, in der Schweiz, in Tschechien, da war ich auch. In Bulgarien. Deutschland natürlich, da war ich auch schon. Frankreich und Kenia. Tschechien, Polen und Deutschland. Ja, und ich komme irgendwann bald auf der Klassenfahrt nach Brüssel, geh doch mal weg. Brüssel. Gut, da hätten wir das abgeschlossen, diese Chaotengruppe. Wo war denn der Sturz? Also ich war in Deutschland, in Ransdorf. Ist es ein Land, Ransdorf? Steffi, ist es ein Land, Ransdorf? Nein, jetzt hört doch mal auf, ich kann halt Geografie nicht so gut. Ich auch nicht, nein. Also, ich weiß nicht mal, wo Frankreich ist. Also Ransdorf, Deutschland, Frankreich, ey, sag mal, hört ihr mir überhaupt zu? Ja. Frankreich, du, Schweiz, Österreich, und ansonsten? Ach, und dieses Jahr nach Norwegen, das ist doch was, oder Steffi? Ja, auf alle Fälle. Ja.